Google gibt auf. Wunder vom Tegernsee? Von vielen wird er heute als Held gefeiert, der Wirt vom Bräustüberl in Tegernsee. Dabei ist Peter Hubert gar nicht zum Feiern zumute. Also ganz ehrlich, die Freude hält sich ein bisschen in Grenzen. Wir haben auch noch kein Fassel Bier heute aufgemacht. Der Grund ist, dass dieses Entfernen von dieser Funktion, von unserer Google-Seite, eigentlich ein Teilerfolg ist. Unser Ziel ist eigentlich die richtige Präsentierung unseres Unternehmens im Internet. Und das einfach zu löschen, ist für Google natürlich ein sehr bequemer Weg gewesen. Was war passiert? Google hatte dem Wirt zufolge falsche Angaben bei Stoß- und Wartezeiten gemacht. Das sei geschäftsschädigend für die Traditionsgaststätte, so der Wirt. Google indes berief sich auf Algorithmen. Das Bräustüberl wehrte sich. Allerdings eine Klageschrift konnte beim deutschen Firmensitz von Google nicht zugestellt werden. Der Internetkonzern akzeptierte nur eine Zustellung am Hauptsitz in den USA, was aufwendig und teuer ist und Kläger abschreckt. Genau das ist gewollt, sagen Experten. Wenn man nun auf breiter Front nachgibt, dann gefährdet das das ganze Geschäftsmodell. Und das will Google unbedingt verhindern. Und deswegen möchte man eigentlich beim Status quo bleiben und hat jetzt das Bräustüberl auf diese Weise versucht durchzustellen. Das Bräustüberl in Tegernsee ist kein Einzelfall. Es gäbe 20 bis 30 weitere Fälle in Bayern, so der Hotel- und Gaststättenverband.